Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge mussten wir hier... Ach nee, jetzt sind ich schon wieder im Alpha-Status kämpfen. Wer ist der Jüngere von euch beiden oder seid ihr alle relativ jung? Dann tun wir den Jungen in diesem Fall hier. Oder ist der? Ja, der ist besser. Aber die müssen sich doch rein theoretisch irgendwann auch in den Griff kriegen, oder? Sie hatten gekämpft. So, viel Müll vorhanden. Dafür habe ich doch eigentlich Leute, die dafür zuständig sind, oder? Warte mal, Zoo. Mitarbeiter. Zoopfleger. Hier. Da. Dort. Diese Anfangsstraße, um die wir uns bis jetzt noch nicht gekümmert haben. Aha. Einrichtungen. Dann tun wir hier Mülleimer hinstellen. So. Dann dürfte sich das mit dem Müll aber auch bald ändern, wenn jetzt hier die Putzer unterwegs sind, oder? Mach sauber hier. Wie viele Mitarbeiter haben wir denn? Nicht genügend Mitarbeiter. Was? Hunger, Durst, Bildung. Ach du Himmelhilfe. Also happy sind sie auch nicht, vor allem weil sie zu viel Durst haben. Wo tun wir denn dann hier nochmal ein Gulpi hinsetzen? Sollen wir hier nochmal so einen Getränkestand hinstellen? Ich muss gerade schauen, in welche Richtung. So. Nein, ah. Ja, Gulpi kannst du gerne brüllen, aber dafür brauchst du erstmal einen Anschluss. So, hier. Kommt hier nochmal ein Gulpi hin. Einrichtungen, kommt hier nochmal eine Doppelanlage hin. Oder halt nochmal ein Gulpi auf jeden Fall. Ein Gulpi. Und ein Imbissladen daneben. Tasty. Können sie nochmal alles sich einsammeln. Jetzt müsste es auch mit dem Durst nach oben gehen. Toiletten sind gut. Durchthunger haben wir noch nicht. Energie. Bedeutet, wir brauchen ein paar Bänke, ne? Das kann auch gut sein. Vielleicht gar nicht mal so zwischendurch hier, so links, rechts, so eine kleine Bank einfach hingesetzt, ne? Hier auch, wenn er sich einmal hier hinsetzen will. Ganz easy. Und dann machen wir hier auch nochmal einen Platz hin. Und dann vielleicht hier vorne noch an dem Kaktusfeld, ne? Dass wir das hier einmal hinsetzen können. Dann hier vielleicht noch auf der Innenseite. Dass man hier oben einen richtig schönen Rastplatz auch rein theoretisch hat und runter gucken kann. Müsste ja eigentlich sehr edel sein sogar. So. Und dann haben wir doch fürs Erste auch ein paar Raststationen, oder? Hier machen wir mal eine größere Raststation mit vielen, vielen Bänken. So. Hier vorne auch nochmal. So, mal noch ein Zim. Alter, da stehen die an, richtig. Holla. Aber Einnahmen sind immer noch gut, oder? Ja, das ist ganz ordentlich in dem Monat hier. Ich glaube, wenn wir es mit dem Hunger und dem Durchschlag so unter Kontrolle haben,
Veterinärforschung abgeschlossen. Schon wieder. Das ist doch genauso, wie wir es haben wollen. Dann müssen wir uns aber jetzt mal um das neue Gehege kümmern. Immerhin kommen hier jetzt dann die afrikanischen Wildhunde rein. Wir haben ja schon mal für den Winter auch vorgesorgt mit Rentieren und so Zeugs. Irgendwie klingel ich die ganze Zeit, ich weiß bloß nicht wieso. E-Mails. Bedeutet, wir werden jetzt hier einmal Heizungen aufstellen und vor allem einen Unterstand bauen. Aber einen relativ natürlichen. Bedeutet, Gelände abflachen. Machen wir hier mal mit dem Meißel am besten. So. Ist aber tiefer als gedacht. Eigentlich wollte ich hier die Fundamenthöhe erreichen. Ups. So. Ich will nicht diesmal einen relativ natürlichen Untergrund bauen. Bedeutet, wir gehen diesmal auf voll Hardcore mit Felswänden. Nein, wir brauchen große Felswände. Und diesmal auch wieder in dem entsprechenden Modus, dass wir die drehen und gegen die Wand schieben. Oh, Bison bekommt schon wieder Nachwuchs. Ja, so wollen wir das doch. So. Wenn wir hier versuchen, einen schönen Unterschlupf zu bauen, das ist wahrscheinlich ein bisschen in Brutalität ausenden wird. So. Jetzt drehen wir mal die Steinwand. Haben wir jetzt hier hinten relativ geradlinig. Ein bisschen wieder unterirdisch. So. Da muss ja noch nicht so perfekt sichtbar sein, ne? So. Und dann hier um die Kurve. So. Perfekt. Wir haben jetzt hier eine komplette ausgestanzte Steinwand. Rein theoretisch. Huch, diese Steine sind groß. Dann gehen wir hier komplett raus. Kann ich so ja jetzt auch hier so ein bisschen noch die Steine anpassen. So. Nach unten setzen. Einmal 180 Grad drehen. Nee, das ist ein viel zu fetter Stein. Nein, ja. Oh, nicht so. Machen wir hier den Eingang rein. Hier den Eingang rein. Und in der Mitte hätte ich jetzt gerne eine relativ schicke Steinwand. Setzen wir erstmal das Fundament für die Steinwand. So. Und easy peasy so. Nach oben. Einem Stein versetzen am Ende. Und dann das ist jetzt nicht so einfach, wie es ausschaut, weil ich gucken muss, dass ich das richtig. Oh, guck mal. So. Die Bisons werden sich aber populieren sich aber auch ganz schön häufig, kann das sein?
Weil die Idee wäre jetzt aktuell, dass sie sogar oben auf die Steine draufsteigen können. So. Bisschen nach oben. Schaut, finde ich, gar nicht mal so übel aus. Setzen wir mal hier den Steinwandansatz an die Erde. Ja, das müssen wir bald noch ändern. Dass wir den Mitarbeiterraum, dass wir so einen allgemeinen Mitarbeiterraum schaffen, wäre vielleicht gar nicht eine blöde Idee. So. Haben wir sogar noch größere Platten jetzt. Und das machen wir jetzt nicht ganz easy, da setzen wir uns ein bisschen tiefer jetzt. Und setzen einfach so, dass das nicht immer gleich ausschaut. Aber trotzdem relativ gut. Warte mal, dass wir hier tiefer gehen, hier höher. Und zack. So schaffen wir nicht einen riesigen unterirdischen Schlafplatz, denke ich. Jetzt hätte ich gerne so ein paar lange Streben. Nee, oder? Hm. Ich mag eigentlich irgendwie den fetten Stein einfach einbauen. So. Ich finde, der schaut nicht geil aus. Niala hat Nachwuchs. Das Problem ist, wir müssen uns halt jetzt voll auf das konzentrieren erstmal. So. Und es leicht abschrecken. Nach oben. Zack. Jetzt müssen wir das ein bisschen anpassen, wieder drehen. Bisschen so anpassen. Dann wechseln wir mal den Stein. Ah, ich denke, oh, ich habe den gesetzt. Scheiße, okay. Dann müssen wir den nochmal anpassen. Bisschen tiefer, einmal um volle Gradzahl drehen. Eine. Wo so scheiße schaut das gar nicht aus. Bedeutet, wir müssen hier Gehege, nein, Natur, bei den Steinen ein kleineres Steinplättchen, warte mal, zack. So setzen. Ich brauche eigentlich nur eine dünne. Ich wollte jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich immer noch weiter so machen mit dem Teil hier. Also. Nein, der ist zu groß. Ich brauche was kleineres, feineres. Ach Gott, ich drücke jedes Mal auf das Herz, das nervt. Muss aber eigentlich von dem Punkt dann ausgehen, ne? Bison hat den Nachwuchs. Wir müssen nachher gleich mal alle abgucken, die wir jetzt bekommen haben auf die Kürze. Vor allem müssen wir uns um das Mitarbeiterraumproblem kümmern eigentlich. So. Steinplatte. For the win. Aber das schaut ganz geil. Das schaut echt geil aus. Also ich finde, das ist eines unserer geilsten Projekte, die wir bis jetzt hatten.
Aber das müssen wir jetzt halt wieder doch mit so machen. Anfang drehen, runtersetzen. So. Große Platte. So. Bisschen abflachen, glaube ich, wäre gar nicht doof. Jetzt müsst ihr kurz mal warten. So. Dann Steinplatte hier. So. Was tun wir denn hier machen? Versuchen wir das mal mit der simpelsten Methode, das Restliche abzudecken. Wir tun jetzt einfach Zack. Mit den simpelsten Mitteln. Und somit ist das auch fertig. So, was ist jetzt im letzten Purpose-Set? Warte. Uns ist passiert. Zweck, dass uns zu ankommen, hatte Nachwuchs. Nyala hatte Nachwuchs. Wir haben jetzt hier ein Männchen. Noch ein Männchen. Zwei erwachsene Weibchen, okay. Bisons hatten auch tonnenweise Nachwuchs, wie es scheint. Was ist hier das Problem? Tier ist gestresst. Tier hat Essen von Gästen gefressen? Wie das denn? Wie geht das denn? Okay, hier müssen wir mal. Hier müssen wir wohl was ändern. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!